denn los? Das tut mir leid, ich kann das nicht. Das überfordert mich total. Wir sind viel zu weit gegangen. Wir waren gerade doch in einem anderen Kino. Das ist Ende unserer Promotour. Wir waren jetzt in ganz Deutschland unterwegs, 30 Tage. Heute der Abschluss und der krönende Abschluss jetzt auf der U27-Party. Morgen geht's nach Kanada, wir fahren aufs Festival nach Toronto, das wichtigste Festival für den nordamerikanischen Markt, und hoffen, dass wir dann uns neue Märkte erschließen. Es geht natürlich um das Thema, aber es geht auch darum, einfach seinen Weg im Leben zu finden. Und ich glaube, jeder hat in seiner Pubertät einfach Probleme, und natürlich erschwert das Coming Out die Probleme, die Tobi hat, definitiv. Aber ich glaube, es wäre falsch, an so eine Rolle ranzugehen, in dem Sinne, dass man sagt, ich muss jetzt ein schwules Coming-out spielen. Ich glaube, es geht einfach eher darum, einen Menschen zu spielen, der verwirrt ist und der nicht weiß, wo er hingehört, und der jemanden liebt, und diese Liebe wird nicht erwidert. Und ich glaube, das Gefühl, was man bei einer nicht erwiderten Liebe hat, ist bei jeder sexuellen Ausrichtung ähnlich. Und von daher glaube ich, dass es richtig war, dass ich einfach versucht habe, einen normalen Jungen zu spielen und nicht irgendwie vorher versucht habe zu trainieren, schwul zu sein, weil wäre ja Blödsinn. Also ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich auf einer Party bin und ich selbst sein kann und frei sein kann und Spaß haben kann und nicht immer drumherum achten muss, irgendwie, was man sonst öfters immer macht und wie man sich gibt. Und deswegen habe ich umso mehr Spaß gerade hier. Also ich bin total beeindruckt. Und ich glaube, das werde ich in der nächsten Zeit öfter machen, glaube ich. Ich bin Tobi und das ist Achim. Servus. Wir sind die netten Jungs vom RC Querschlag. Hi. Habt ihr denn Rechtschreibfehler auf eurem T-Shirt? Wir heißt schwul. Wer ist hier schwul? Hast eine ganze Mannschaft, alles Tucken? Rico, kill Manns oder kill Maus? Oh ja, er ist so vernünftig. Nur da oben in der Schaltzentrale.